Guten Abend, Wikinger, und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Commentary hier von mir. Ich nehme das Ganze tatsächlich 3 Stunden vor meiner mündlichen Abiturprüfung auf. Das hat 2 Gründe. Zum einen möchte ich mich natürlich in den Redefluss schon mal reinbegeben. Und was ist da besser als ein Commentary? Das heißt, ich übe jetzt nochmal kurz, bevor ich zur Abiturprüfung gehe, mit euch sozusagen nochmal das Reden, sodass ich gleich in meiner mündlichen Abiturprüfung sinnvolle Sätze zustande bringen kann. Zweiter Punkt ist natürlich Abitur. Was folgt aus Abitur? Natürlich die Abifahrt. Also ich werde in meine Heimat nach Dänemark auf Abifahrt fahren. Das schon am Donnerstagmorgen. Und deswegen kommt dieses Video übrigens auch erst später. Das Ganze ist vorproduziert, leider wieder mal. Diesmal aber nicht ganz so stark, sind nur ein paar Tage, die ich auf Abifahrt bin und so weiter. Das heutige Thema ist mein kleiner Roadtrip mit meinem Kumpel. Und ich wollte euch einfach mal so einen Erfahrungsbericht geben. Wie war es denn? Was hat man so zu beachten und so weiter? Wen das nicht interessiert, könnt an dieser Stelle sehr gerne wegschalten. Alles Wichtige ist schon gesagt. Aber vielleicht ist doch für den einen oder anderen was dabei. Denn so ein Roadtrip ist natürlich eine ganz feine Sache, man kriegt relativ viel zu sehen. Wir sind mit dem Auto gefahren, man kann natürlich auch Interrail mit dem Zug machen. Wir haben auf unserer Fahrt sogar eine getroffen, die hat das Ganze mit dem Flugzeug gemacht, hat dann immer die billigsten Flüge rausgesucht und ist dann von Land zu Land geflogen, meist für 5, 6 Euro. Und das Ganze geht eigentlich ganz gut. Natürlich muss man beachten, wenn man Auto fahren will, braucht man einen Führerschein. Wenn man Zug fahren will, muss man sich mit Zügen auskennen. Nein, auch nicht. Aber man hat natürlich etwas geringere Möglichkeiten. Natürlich kann man aber auch im Zug schlafen und im Flieger natürlich nicht. Und dann kommen wir dann auch direkt schon zum nächsten Punkt, der Unterkunft. Da muss man natürlich unterscheiden. Ist das jetzt Winter, Sommer? Bei uns war es ja relativ sommerlich oder am besten, besser gesagt, noch relativ frühjahrlich, frühjährlich, Frühjahr, der Lenz ist da. Und das bedeutet natürlich, dass so eine Fahrt auch ganz gechillt, auch im Auto, vonstatten gehen kann. Das heißt, auch nachts haben wir im Auto geschlafen. Ich habe sehr viele Geschwister, wir haben ein etwas größeres Auto. Und da war natürlich dann Platz für sowohl meinen Kumpel als auch mich im Auto. Und dann haben wir im Auto geschlafen, war eigentlich ganz angenehm. Oder eben in Hostels. Hostels und Jugendherbergen sind die wesentlich günstigere Variante. Also wenn man jetzt auf YouTube schaut, die ganzen YouTube-Stars, wenn die unterwegs sind, dann gehen die natürlich immer ins Ritz-Carlton und mieten sich eine eigene Villa in LA oder in Schieß mich tot. Das Ganze ist natürlich als Schüler, der kurz vorm Studium steht, ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Deshalb war die Autovariante ganz cool mit Campingplätzen, auch wenn wir mal keinen Campingplatz gefunden hätten, hätten wir auch so im Auto schlafen können. Ist zwar relativ eng, und ich glaube, man darf, ja, das klingt jetzt falsch, wenn ich sage, man darf keine Berührungsängste haben, aber man darf keine Ängste davor haben, mit einer Person, die man sehr mag, auch in einem Auto zu schlafen. Ist das verständlich? Ich hoffe mal. Also, man ist natürlich sehr, sehr viel mit der Person zusammen, macht Essen zusammen, man ist, ja, die Zeit, die man weg ist, bei uns waren das ja zwei ein bisschen länger, glaube ich, Wochen. In der Zeit ist man natürlich immer mit der Person zusammen. Deshalb, ja, muss man natürlich jemanden finden, mit dem man auch gut harmoniert. Das hat bei mir und meinem Kumpel sehr gut geklappt, fand ich. Und ja, mit dem man auch sich einigen kann, wo man hin möchte und so weiter. Wir sind erst nach Bremen gefahren. Danke nochmal an Julia, dass sie uns da ein paar Tipps gegeben hat. Sind dann nach Amsterdam weiter, Antwerpen, Brügge, Ostende. Das ist, ja, habe ich schon erzählt, auf der Reise, glaube ich, auch auf den Vlogs. Ostende, Rhin, von Rhin dann nach Verdun. War eine sehr, sehr schöne Stadt.
Und dann von Verdun wieder nach Deutschland, bisschen in Süddeutschland rumgetourt, beziehungsweise Südwestdeutschland, dann nach Köln und dann wieder zurück in die Heimat, hier in Schleswig-Holstein. Und ja, was man auf jeden Fall sagen kann, das ist, dass so eine Fahrt natürlich nicht wirklich dazu da ist, dass man besonders in die Tiefe geht, wenn man das so gestaltet wie wir. Wir haben uns gesagt, wir wollen natürlich relativ viel an einem, also uns immer die Zeit nehmen für den jeweiligen Ort. Aber wenn es uns weiter zieht, dann zieht es uns weiter. Und so kriegt man einen relativ guten Überblick darüber, was es so gibt in der Nähe. Also mit dem Auto alles auch erreichbar. Und ja, so weiß man dann später, wenn du ein bisschen mehr Geld hast, okay, ich fahre da und da hin und da ist eine schöne Ecke in Brügge. Brügge ist beispielsweise eine sehr, sehr schöne Stadt, würde ich gerne noch mal eine Woche oder so verbringen. Ja, und da weiß ich jetzt schon, ich möchte später nach Brügge. Antwerpen, na, hätte ich nicht so Bock drauf. Und also so eine Fahrt war einfach ganz gut, da auch mal, um ein bisschen was zu erkunden. Natürlich lernt man auch, und das finde ich relativ wichtig, man lernt, selbstständig zu sein. Denn natürlich, viele von euch sind wahrscheinlich recht selbstständig, helfen zu Hause mit und so weiter. Aber wenn du, ja trotzdem, wenn du auf dich alleine gestellt bist und alles selber machen musst, also vorausdenken musst, was brauche ich wann, was muss ich jetzt einkaufen, damit ich in 3 Tagen Essen habe. Und wenn du gucken muss, dass du mit deiner Kleidung auskommst und so weiter und verschiedene Waschstellen brauchst und immer gucken musst, wo komme ich die nächste Nacht unter. Das ist schon ein großer Teil Selbstständigkeit, den man da dazulernt, denke ich. Und das ist auch ganz spannend, da zu gucken, als welcher Mensch man wiederkommt. Ja, so eine Reise ist natürlich nicht ganz billig. Im Auto bezahlt man natürlich Benzinpreise, man zahlt für die Unterkunft, für Essen, für touristische Aktionen und so weiter. Also man muss da schon drauf hingespart haben, habe ich übrigens auch gemacht, mit diversen kleinen Jobs immer nebenbei. Ich habe unter anderem, glaube ich, ein Buch übersetzt, das ist ein bisschen länger her. Und, naja, glaube ich nicht, ich habe ein Buch übersetzt, vom Dänischen ins Deutsche. Und ja, auch wenn du mit dem Zug fährst, Interrail, du musst natürlich gucken, ja, wo gibt's überhaupt Bahnstationen, wo muss ich vielleicht mit dem Bus weiterfahren. Und wenn du mit dem Flugzeug unterwegs bist, ist natürlich noch stressiger, weil du auf so Last-Minute-Flüge angewiesen bist. Natürlich ist das auch ganz schön umweltschädlich und Autofahren natürlich auch, also am besten mit dem Zug fahren, aber ich will ja nichts gesagt haben, ne? Ja, das war so ein bisschen, wie ich meine Reise empfunden habe. War eine sehr, sehr coole Erfahrung mal gemacht zu haben. Und das schweißt einen natürlich auch zusammen. Also mit dem Kumpel werde ich auf jeden Fall immer diese Erinnerungen haben und diese Erinnerungen teilen können. Und das ist toll. Das, ja, finde ich klasse. Und deshalb freut es mich, dass ich das gemacht habe und das kann ich nur jedem weiterempfehlen. Viele machen das ja auch in Australien nach der Schule. Erstmal ein Jahr Work and Travel in Australien, das ist auch cool, finde ich. Das ist halt stark Mainstream. Aber wenn ich mich für Australien interessieren würde und für die Landschaft, dann hätte ich das, glaube ich, bestimmt auch gemacht. Und da wären wir dann auch schon direkt beim nächsten Punkt. Und zwar möchte ich heute, wenn ich durch bin mit der Prüfung und so weiter, ein bisschen noch ein Commentary aufnehmen, auch vorproduziert. Ich habe noch ein paar Gameplays auf dem Computer, das ist gut. Im Hintergrund übrigens QSG auf Gomme. Und ja, wenn ich heute wiederkomme, heute Abend und durch bin, dann möchte ich ein bisschen natürlich über mein mündliches Abitur reden, wie das war und vor allem auch, wie es für mich jetzt persönlich weitergeht. Also euch so einen kleinen Einblick in das Denken eines Schülers, der die Schule momentan am Verlassen ist und sich im weiteren Leben umorientieren möchte. Aber so viel im nächsten Commentary. Das war's dann erstmal von meiner kleinen Reise. Falls ihr noch Fragen habt,
ab damit in die Kommentare. Ich beantworte immer gerne Fragen, auch Empfehlungen und so weiter. Ich war ja durchaus in meinem Leben auch schon in Polen, Tschechien, Italien, in ganz vielen Ländern, kann euch da auch Reiseziele empfehlen, falls ihr einen Reiseberater braucht. Ja, das war's dann erstmal vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr sehr gerne eine Bewertung da lassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Nabend.